Ja. Oktopus. Der passt hier nicht hin. Also von der Größe her, aber der passt hier. Weißt du, Oktopus und Wasser? Ich mach den hier hin. Genau. Ja, und ja, ich habe da doch gerade in dem Video ein paar, die sind total stumpf und so und ja, aber auch ein paar, die ja, die sind da eigentlich ganz normal und zum Beispiel ich, die Normalperson Maxi, will da ja einfach Ideen für ein normales Faschingsvideo finden. Also jetzt in dem Video so quasi als Handlung. Ne? Findet aber keiner, weil ja, wir zusammen auf keine Lösung kommen. Ja, und gewiss ist der ein oder andere stumpfe Witz mit drinne, aber so ganz ohne wäre es dann doch auch langweilig, gerade weil es ein Faschingsvideo ist und ja, ich meine Fasching, komm, jetzt mal ohne Scheiß. Naja, und das wirkt ein bisschen kacke, wenn das hier. Dreck! Machen wir es so, die Warteschlange reicht. Ja. Und zum Beispiel dieses am Ende, wo der Streber den Denkanstoß gibt, hier an Fasching verkleidet man sich und tut so, tut für einen Tag so, als wäre man jemand anders. Und dann dieses total begeisterte, das heißt, ich kann endlich YouTuber nachmachen, ohne, keine Ahnung, geflamed zu werden oder so, habe ich dann gesagt, glaube ich, weiß es nicht mehr. Amen. Ja. Das war zwar auch ein bisschen, ja, stumpf will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen. Ja, komm, ist alles gut. Nimm mal wieder deine Zwangsjacke und so, weil direkt nachmachen würde ich da auch niemanden. Aber das war halt so eine Anspielung darauf, dass viele einfach meinen, ich würde irgendwie nachmachen. Und das war quasi, ja, sagen wir so, ein eher ernstes Thema, doch noch irgendwie halbwegs lustig in einem Witz verpackt. Und gerade sowas finde ich gar nicht so stumpfsinnig, sondern eigentlich eher ziemlich niveauvoll und qualitativ hoch. Ich meine, meine Videos sind nicht die geilsten und auch nicht so, nicht unbedingt total durchdacht wie die totalen Oberpros, aber Leute, mal ganz im Ernst. Ich bin 13, ich habe mit 11 angefangen, ich habe mit Movie Maker angefangen und war ein totaler Kackboon. Guckt euch an, was ich jetzt auf die Reihe bringe. Das müsste auch erstmal. Ich meine, ich bin nicht der Beste, natürlich, aber zeigt mir einen 12-Jährigen oder einen 13-Jährigen, der das ebenso gut kann und ebenso viel Energie und Aufwand da reinsteckt. Also, ja, und deswegen finde ich es eigentlich nicht in Ordnung, hier zu sagen, das wäre ein total stumpfes Video mit stumpfem Humor, weil es einfach nicht so ist. So, unseren Oktopus, wie wollen wir den denn nennen? Und vor allem, was für eine Musik fügen wir ein? Ich habe übrigens vergessen, wollte ich eigentlich noch, aber das ist jetzt im Prinzip auch egal. Ich wollte eigentlich noch für den hier irgendeine Musik einfügen. Vielleicht denke ich ja beim nächsten Mal dran, wenn nicht. Können wir auch die lassen, so schlecht ist sie nicht. Aber hier gucken wir mal. Was sind das? Naja, das ist scheiße. Das hier. Nee. Oh, jetzt hör doch mal auf zu ruckeln. Na komm, lassen wir mal die. So, wie nennen wir den denn mal? Ach komm, weil wir es können. Thaddäus. Ah, ja, ich find's cool.
So. Ocean Flight Adventure ist immer noch. Ja, weiß ich. So, ja. Sind nur etwa die Farben von Thaddeus Duft hinkommen, oder? Warte, hier kommt man doch irgendwo diese Zäune hier außen und kommt man genau da. Muschel, nö. Nee, das hat Friedhof-Style. Irgendwas, was so auch bei SpongeBob unter Wasser stehen könnte. Ja, ein Spinnennetzzone, genau. Oder sowas hier, total abgesperrt, weil es so gefährlich ist. Lassen wir doch die Muscheln hier nehmen. Komm, wir nehmen die Muscheln. Es wirkt zwar doch irgendwie seltsam, aber man muss zugeben, irgendwie hat es doch auch Style. So. Es wirkt trotzdem noch ein bisschen leer. Ich würde sagen, ja, ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Nee, das war kacke. So. Und da stelle ich jetzt irgendwas rein. Erstmal natürlich außenrum. Hacken. So. Darf ja nicht fehlen. Moment, wenn ich hier was baue, wo ich beim Bau selbst nicht viel nachdenken muss, kann ich auch wieder über den Kommentar weiterreden. Versuch's mal mit Individualität. Ja, Individualität, schön, mach ich. Was einige Hater auch nicht raffen, ja, schön. Bin ich halt ein bisschen dicker als normal. Ist zwar nicht unbedingt erstrebenswert, aber dann ist es halt so. Ja, ich mein, und dann bin ich halt nicht der Schönste, mein Gott. Die, die mich haten, bestimmt auch nicht. Und meine Haare, also ohne Scheiß, Leute. Ihr habt mich noch nicht mit kurzen Haaren gesehen. Und das wollt ihr auch nicht. Das sieht einfach scheiße aus. Und meine Haare sind nun mal so lockig, es geht nicht anders. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, es hat sich mit der Zeit so zu meinem, sagen wir mal, Markenzeichen, so in Anführungsstrichen, entwickelt. Und so scheiße sieht's meiner Meinung nach auch gar nicht aus. Also, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ein Hammerbrunnen, ey. Aber ich finde nicht, dass es scheiße aussieht und ja, wie gesagt, irgendwie gehört das ja schon fast zu mir. Und ich glaube, den lassen wir hier, oder? Ich weiß nicht. Ja, und ja, deswegen Individualität, Individualität und so. Ja, kennst du irgendeinen anderen großen YouTuber, von dem ich meine Haare zu dumm zum Reden nachmache? Ich glaube nicht. Also ich kenne zumindest keinen. Boah, der passt hier gut hin, da müssen wir das aber noch größer machen. Boah, sieht das geil aus. Ohne Kack, das passt jetzt echt gut hier hin. Ja, warte, wie geht der Kombi weiter? Man hat bei dir einfach das Gefühl, dass du um jeden Preis lustig sein willst und das wirkt unecht und gespielt. Da frage ich mich einfach nur, also ich meine, kann sein, dass ich meine eigenen Videos anders sehe, aber als die so halt nicht selbst gemacht haben, was ich auch ja verstehen kann, aber jetzt mal allein an den schon mittlerweile vielen Zuschriften, die ich bekomme, wo mir auch gesagt wird, dass ich das gut mache und dass es lustig und unterhaltsam ist, merke ich, dass, ich meine, klar versuche ich da lustig zu sein, aber ernsthaft, das versucht jeder und wenn ein Gag mal nicht lustig ist, also wenn jemand den Gag mal nicht lustig findet, es wird sich immer jemand finden, zumindest unter meinen Videos war das bisher, also gerade in den neueren, ich werde ja mit der Zeit auch besser,
war das bisher immer so, dass sich ein, zwei Personen gefunden haben. Also, dass sich für jeden einzelnen Gag oder, keine Ahnung, immer so ein, zwei Personen gefunden haben, die es auch lustig fanden. Und ja. Oh, ein Wackelboot passt hier gut hin. So eine kleine Kinderattraktion hier an die Seite. Ja. Und deswegen denke ich mir auch einfach nur... habe ich vergessen. Ich sollte in Zukunft nicht mehr über Themen quatschen. Ich finde noch weniger einen Anschluss als GLP. Du machst damit voll GLP nach. Ah! Ja. Ja, genau. Ich war bei... Ja, es hat sich so gut wie immer jemand gefunden, der irgendeinen Gag lustig fand und... Ich meine, nicht jeder versteht unbedingt den Humor des anderen. Es gab auch schon YouTuber, die waren relativ erfolgreich. Die haben viele geguckt. Da waren aber die Gags in den Videos... fand ich so gut wie alle nicht gut und... Aber viele andere schon, also nur weil du Kommentarschreiber, wenn du das hier überhaupt siehst, was ich nicht denke, aber wenn jetzt einer jetzt halt den Großteil der Gags nicht lustig findet von einem, dann finde ich, ist es nicht irgendwie scheiße. Dann kommt der Typ, der die Gags da macht, für mich nicht gespielt rüber, als würde er um jeden Preis lustig sein wollen, sondern ich sehe da einfach, gut, er macht die Gags, ein paar finden sie, einige finden oder viele finden sie lustig, aber ich halt nicht und ja. So viel dazu. Ja. Will dir nur Tipps geben. Ja, nichts dagegen, aber. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt total falsch sehe und ob alle, die mich beglückwünschen, dass ich so toll bin, einfach nur dumm sind, aber einiges, was du gesagt hast, trifft meiner Meinung nach gar nicht zu und vieles auch nur wenig oder so gut wie gar nicht und ja, ich weiß nicht, ich finde deinem Kommentar nichts wirklich ab, was mir jetzt weiterhelfen wird. Ich werde so weitermachen wie immer. Mir hier und da mal ein paar Gags und Ideen abgucken, was aber so gut wie jeder macht, auch die großen YouTuber. Nennen wir es einfach so. Ja, denk schon. Und ich denke mal, das wird nie aufhören, weil so entwickelt sich das weiter. Der eine guckt sich da, ja, ist gut. Der eine guckt sich da mal, nette Parkbewertung. Der eine schaut sich da ein Gag ab und macht dann daraus ein komplett neues Video und ein ähnlicher, aber doch anderer Gag entsteht wieder. Und da entwickelt sich bei dem durch den einen abgeguckten Gag, der geändert wurde, ein bisschen eine ganz eigene Masche. Und der macht aus der eine Videoidee eine ganz neue Branche oder so. Oder eine ganz neue Serie auf seinem Kanal auf oder so. Naja, und so entwickelt sich das halt. Und so ganz ohne irgendwie da mal einen Witz klauen oder da mal vielleicht das ein oder andere kopieren. Solange man noch genug eigene Ideen einbringt und nicht einfach stupide so gut wie alles von einem YouTuber klaut, der dann wahlweise noch irgendjemand Großes ist, wie die Außenseiter oder so. Oder, keine Ahnung, Simon Desi oder sowas. Wobei ich mich immer noch frage, warum denn so viele gucken. Ich, naja. Dann ist das wirklich nicht gut, aber so ganz ohne...